Moin auch. Ihr fragt euch sicherlich, warum kein neuer Buchstabe zu unserem Gewinnspiel heute online gegangen ist. Das liegt nicht nur an dem wunderschönen Video zu dem Adventsumzug im Saterland, der ja von der Landjugend Seelsberg organisiert wurde. Nein, das liegt leider auch daran, dass wir gestern eine schwerwiegende Entscheidung treffen mussten. Nämlich, wir mussten den Dreh absagen für unsere Silvesterüberraschung. Das heißt, es gibt auch keinen Silvesterüberraschungsfilm. Das Projekt stand auf nicht so guten Füßen dieses Mal. Schon am Anfang bei der Besetzung kamen dann so bestimmte Dinge, dass das Rollen nicht gespielt werden konnten oder wollten. Dann kamen persönliche Dinge bei den Darstellern hinzu. Und zum Schluss sind uns dann auch noch zweimal die Hauptdarstellerin für diesen Film ausgefallen. Beide Male krankheitsbedingt. Eine Mal ist uns tatsächlich ja auch so ein bisschen dieses Corona mit dabei im Spiel, weil eine Darstellerin sich in Quarantäne begeben musste. Nicht schön, aber gut, was müssen, ist dann jetzt momentan so in diesen Zeiten. Ja, und aus diesem Grund haben wir dann gestern schweren Herzens uns entschieden, den Dreh abzusagen. Wir hätten noch eine Notfallbesetzung hinkriegen können, aber wie soll man es machen? Also jemand, der eine Rolle spielen soll, muss sich auch ein bisschen in die Rolle einfühlen und auch ein bisschen daran arbeiten. Und das schafft man nicht innerhalb von 24 Stunden. Zumindest haben wir das so für uns beschlossen, dass das keinen Sinn macht. Und dann den qualitativen Ansprüchen, die wir selber haben, an solch einen Film auch nicht gerecht werden kann. Darum wird es am 31.12. um 16 Uhr leider keinen Silvesterüberraschungsfilm geben. Es wird auch am 29.12. demzufolge keinen Trailer geben. Wir haben aber auch beschlossen, wir lassen das Gewinnspiel einfach weiterlaufen. Und dieser Film wird ja trotzdem realisiert. Er wird nur am 31.12.2022 erscheinen. Ich versuche es mir zu merken, dass er dann um 16 Uhr erscheint. Ja, da werden wir ihn dann rausbringen und ihr dürft dann fleißig weiterraten, an was für ein Filmprojekt wir gearbeitet haben. Und ihr dürft jetzt halt 365 Tage plus x, je nachdem, wann ihr das jetzt schaut, oder sogar vielleicht so weniger als 365 Tage rätseln, was denn passiert. Ja. Genau, ja, das Gewinnspiel kann dann demzufolge auch kein Filmplakat von diesem Silvester-Überraschungsfilm drauf sein. Deshalb haben wir gesagt, okay, jemand, der die Lösung rauskriegt, ne, bei Teil 12 ist dann spätestens eine Lösung zu präsentieren. Das heißt, wir machen trotzdem eine Deadline am 31.12. für das gesamte Gewinnspiel für dieses Jahr. Und ja, da gibt es eine Tasse trotzdem noch zu gewinnen. Allerdings dann darf der Gewinner uns dann mitteilen, mit welchen von unseren Filmplakaten, die schon da sind, oder ob er nun aus Friesland Filmstudio Branding auf der Tasse haben will. So werden wir das machen. Und ja, wir arbeiten weiter an Projekten. Das nächste Projekt startet ja auch schon im Januar. Da werden wir solche Probleme nicht haben. Es sind nur zwei Rundrollen zu besetzen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit. Kommt gut ins neue Jahr, einen guten Rutsch. Ja, und zwischendrin seht ihr vielleicht noch irgendwas Schickes von uns. Horido.